What we'll do now are some recap translations to incorporate words and phrases that we learnt in previous lessons. How do you say in German, the Wi-Fi password doesn't work? Das WLAN-Kennwort funktioniert nicht. Das WLAN-Kennwort funktioniert nicht. I think it's fantastic. Für mich ist es fantastisch. Für mich ist es fantastisch. Paul's chicken is delicious. Paul's Hähnchen ist lecker. Paul's Hähnchen ist lecker. How do I get to the university? Wie komme ich zur Universität? Wie komme ich zur Universität? The breakfast here is delicious. Das Frühstück hier ist lecker. Das Frühstück hier ist lecker. I think the food is perfect here. Für mich ist das Essen perfekt hier. Für mich ist das Essen perfekt hier. Can I have a coffee? Kann ich einen Kaffee haben? Kann ich einen Kaffee haben? At Inga's house. By Inga. By Inga. It isn't for her, it's for me. Es ist nicht für Sie, es ist für mich. Es ist nicht für Sie, es ist für mich. The food isn't very good there. Das Essen ist nicht sehr gut dort. Das Essen ist nicht sehr gut dort.